Hallo mein lieber Krebs und willkommen zu deinem Horoskop für Juni 2017. Und das Monat Juni fängt an mit der Sonne im 12. Haus. Sodass in diesem Monat, lieber Krebs, hast du die Möglichkeit, dich zu lösen von Sachen, die dir jetzt entweder nicht mehr wichtig sind oder die wie ein Last für dich waren. Es kann sein, dass es jetzt die Zeit ist, ihm was zu vergeben oder irgendjemanden zu vergeben von der Vergangenheit. Tue das, lieber Krebs. Wir haben auch am 22. die Sonne. Die Sonne kommt ab 22. im ersten Haus. So, das heißt, ab 22. hast du die Möglichkeit, Neues in deinem Leben anzufangen und mit der Vergangenheit zu schließen. Aber bis dahin solltest du dich eher ausruhen. Es ist eine gute Zeit, dich etwas zu gönnen zu Hause, wo du auch deine Ruhe hast. Okay? Wir haben auch eine schöne Konjunktion. Eine ganz nette Konjunktion zwischen Venus und Uranus. Ja, und das geschieht in deinem 10. Haus. Das bedeutet, innerhalb der Beruf kommt eine neue Situation mit anderen Menschen, wo du auch die Möglichkeit hast, dich auszudrücken. Ja, zu sagen, was du denkst. Es kann auch sein, dass eine neue Liebe jetzt entsteht innerhalb der Arbeitsraum oder da, wo du deine Beschäftigung machst. Diese Konjunktion geschieht in Opposition zur Jupiter und Mond im 4. Haus. Ja, das bedeutet, dass du optimistisch sein sollst in der Liebe und dass auch innerhalb der Familie die Möglichkeit gibt, sich zu erweitern, sei es durch eine neue Wohnung oder durch eine, oder es kann sein, dass es auch ein Kind zur Welt kommt. Alles das ist möglich, weil Jupiter ist ein Planet, ja, der Optimismus, der Erweiterung. Er gibt dir auch die Möglichkeiten in der Familie, um alle Situationen zu meistern. Und wie gesagt, diese Konjunktion zwischen Venus und Uranus, ja, im Haus der Berufes, auch eine Konsequenz hat innerhalb der Familie. Ja? So, wir haben auch einen Vollmond am 9. Ja, und dieser Vollmond geschieht im 6. Haus. Für dich war es bis jetzt schwierig, ein Problem zu lösen. Ja, in diesem Monat musst du ein bisschen Geduld haben. Ja, ich weiß, es ist schwierig für dich, aber du musst einfach durch. Am Ende des Monats wirst du die Möglichkeit haben, dich letztendlich mit der Vergangenheit zu lösen und Neues zu unternehmen. Ja? So, ich gebe dir wirklich viel Hoffnung, lieber Krebs. Ich habe auch viel Hoffnung, dass du auch aus dieser Situation rauskommst. Wir haben auch am 15. Juni eine Opposition im gleichen Haus. Ja, das ist für dich schwierig. Ja, es ist ein Problem, den du hast. Ich kann nicht ganz genau sagen, was, weil ich müsste auch dein Geburtshoroskop anschauen. Aber hier gibt es eine Situation, die dir zu Last fällt. Ja, und es kann auch eine Krankheit sein. Es kann auch sein, dass jemand in der Familie auch krank ist.
Und deswegen solltest du in diesem Monat zum Arzt gehen, dich checken lassen, lieber Krebs. Okay? Und dann am 24. hast du einen Neumond. Hast du einen Neumond im zweiten Haus. Ja? Das bedeutet, dadurch, durch diesen Neumond, Entschuldigung, im ersten Haus, dann hast du, wie ich am Anfang gesagt habe, die Möglichkeit, dich zu entfalten, erst am Ende des Monats. Zuerst musst du mit der Vergangenheit schließen, zuerst musst du zum Arzt gehen, weil es kann sein, dass du eine Krankheit hast oder dass dir gesundheitlich nicht so toll gegangen ist bis jetzt. Und aber die zweite Hälfte, vor allem nach diesem Vollmond am 24. im Juni, hast du die Möglichkeit, dann neue Einblicke zu bekommen und auch ein bisschen an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Und damit bin ich jetzt zu Ende. Es fällt noch was. Ja, es fällt die Konjunktion zwischen Merkur und Mars. Und das geschieht im ersten Haus. Okay? Lieber Krebs, lasse dich bitte nicht so nerven. Ja, ich weiß, die Situationen im Leben sind manchmal ein bisschen chaotisch, aber versuche dich zu entspannen. Ja, es hilft auch ein bisschen Atemübungen. Ja? Oder Meditation, das würde dir auch helfen, ja, weil es können auch Kopfschmerzen auch zustande kommen. Du machst dich auch so viele Sorgen, lieber Krebs, und das sollst du einfach lassen, vor allem mit familiären Angelegenheiten, ja, und auch persönliche oder individuelle Angelegenheiten. Generell bist du ein Mensch, der sich so viele Sorgen macht, und in diesem Monat hast du es nicht so einfach. Und deswegen würde ich dir empfehlen, wirklich zu meditieren, Atemübungen zu machen. Und du wirst merken, es wird ja wirklich besser gehen. Ich wünsche euch alle einen guten Monat, Juni. Und wir sehen uns bald wieder.